Ja, hallo, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Wir wollen heute wieder mal ein paar Steine aufschneiden. Ich habe hier ein paar meiner Fundstücke, oder besser gesagt dreimal rausgesucht. Und zum einen so eine kleine Schneekopfkugel, dann einen größeren Brocken, den ich in einem Bach gefunden habe. Den mache ich mal kurz nass. Da sieht man schon ein paar schöne Bänder dran, auch mit Achat drin. Da werden wir auch mal was abschneiden, mal gucken, ob sich das im Stein fortsetzt. Und dann noch ein Stein, das ist auch eine Schneekopfkugel, oder besser gesagt, das waren wahrscheinlich mal zwei. Hier ist noch eine kleinere dran und da sieht man ebenfalls schon so ein bisschen Achat. Ich weiß allerdings nicht, ob das von der größeren, die hier dran war, noch ein Rest ist oder ob sich das in diese kleinere, die hier vorhanden ist, fortzieht. Deswegen schneiden wir die hier auch mal auf und schauen mal rein. Ja, wir fangen mal mit dem kleinsten Stein an. Das war ja diese Kugel hier. Schnitt war relativ einfach, deswegen glaube ich nicht, dass da wirklich was drin ist. Naja, war fast so zu erwarten. Außer ein bisschen Quarz und so ein paar kleine Hohlräume mit ein bisschen Kalzit wahrscheinlich ist hier nichts drin gewesen. Der nächste war der mit diesem kleinen, ganz minimalen Achatband, was man hier sieht, um diesen Quarz herum. Mal schauen, ob sich das im Stein fortführt. Nein, leider nicht. Hier sieht man noch mal schön, wo dann Schluss war im Stein. Hat sich leider nicht fortgesetzt. Aber so ist das manchmal. Dann haben wir noch den großen Brocken. Da habe ich mal so durch die Bänder durchgeschnitten, um einfach mal zu schauen, wie das innen drin aussieht. Wir schauen mal rein. Oh, das sieht schon ein bisschen interessanter aus. Da ist wenigstens etwas Achat drin zu sehen. Ihr seht hier oben so eine leicht rote Bänderung und hier. Allerdings hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Wir schauen noch mal auf die andere Hälfte. Ja, die gefällt mir ein bisschen besser. Hier ist sogar ein ziemliches rotes bisschen Achat drin. Das ist richtig in der Farbe so, wie es sein soll. Eventuell ist im Stein noch mehr. Ich werde mal noch ein Scheibchen von dem abschneiden und dann kann man mal schauen, ob sich das vielleicht ein bisschen noch drin fortsetzt. Da gefällt mir auf jeden Fall schon ganz gut. Ich habe jetzt noch mal so ein Scheibchen davon abgeschnitten und wir schauen noch mal hier rein. Oh ja, das sieht hübsch aus. Einen Schnitt werde ich noch an diesem Stein machen und zwar einmal durch diese Bänderung hindurch. Mal schauen, ob wir dann ein bisschen mehr Rot zu sehen bekommen. Weil so sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt hier durch dieses Band mal durchgeschnitten, in der Hoffnung, ein bisschen mehr von dem Achat zu sehen zu bekommen. Und ja, gucken mal, wie das jetzt aussieht. Ja, Volltreffer. Das sieht gut aus. So sieht das hübsch aus. So gefällt mir das. Sehr schön. Schaut euch diese Pracht an. Ja, das ist zwar nur eine dünne Schicht in diesem Stein, aber dadurch, dass ich da mit dieser Schicht geschnitten habe, sieht man jetzt auch was vom Achat. Ich denke mal, wenn ich das ein bisschen runterschleife, kommt da wahrscheinlich sogar noch mehr von dem Achat raus.
Wunderschön. Und auch das Gegenstück kann sich sehen lassen. Ich habe tatsächlich genau diese kleine Ader getroffen und halbiert. Das sieht gut aus. Ja, das soll es schon gewesen sein mit diesem kleinen Video. Ich werde mir hier wahrscheinlich jetzt noch mal ein Scheibchen schneiden. Und sollte da noch was Schönes bei rauskommen, seht ihr das in meinen Shorts. Bleibt schön gesund und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Macht's gut.